Hey Leute, habt ihr schon Schutzgeld bezahlt? Für was? Dass ihr hier spielen dürft. Was spielen wir denn? Was laberst du? Pikachu und die sieben Zwerge. Bist du ein bisschen high? Bist du ein bisschen drauf? Bist du ein kleiner Cracky? Nein, ich bin am Passen. Ich mach Ramadan gerade. Krass. Okay. Was macht ihr, Freunde? Wir haben dich nur gerade hingewiesen, dass wenn du Autos klaust, ein bisschen auf Malta darfst. Ja, geil. Was macht ihr fünf hübschen Mädels denn hier? Meinst du uns? Ja. Nix, wir chillen. Cool. Ja, richtig. Wie alt bist du? Ich bin 23. Was hältst du davon, wenn ich dich mal zum Picknick einlade? Nee, finde ich nicht so gut. Kannst du mir Geld geben? Du musst nämlich Schutzgeld zahlen. Ich glaube nicht. Es ist Zeit für Schutzgeld. Ich kann dir 1 Euro geben, wenn du willst. Nein, ich gebe dir meine IBAN und du gibst mir Schutzgeld. Was hältst du davon? Für Schutzgeld? Wofür denn? Ich werde euch beschützen. Vor wem denn? Ich habe keine Probleme. Du hast keine Probleme? Warum nicht? Was sagst du dazu? Warte. Was sagst du dazu? Ja, gut, dass du deinen eigenen Typen hast. So. Was soll ich machen, wenn er da reinfasst? Komm, ist gut, Junge. Ihr seid voll die Pussys, ich schau ab von euch. Sucht mich wieder die Polizei? Fahr vorsichtig. Wo ist Edis? Da, Farut. Farut! Doch, warte, da ist doch. Geht das im Koma, ey, Rin. Rin, bist du das, Rin? Was geht ab, mein Freund? Wie geht's dir? Was geht? Alles gut? Ja, ich bin deine Stimmkopie hier. Ehrlich? Ja, klar. Du hörst dich echt an wie ich, Alter. Ja, ich bin hier reingekommen und mach deine Stimme nach. Was geht dir das? Was steht an? Wer ist das? Bruder, was geht bei dir? Wer ist die Oma hier? Ja, ich bin die Oma Sibylle. Und wer ist der hier mit den roten Haaren? Das ist Mickey, der wo gekämpft hat. Was für Mickey, Alter? Ich bin Kevin aus Kreuzberg. Was redest du da? Ah, du hast gekämpft. Nein, ich hab nicht gekämpft. Der labert nur Scheiße. Ich bin Kevin aus Kreuzberg. Was hast du hier eigentlich? Wie bist du denn gekleidet, mein Junge? Zieh dir doch mal eine Büchse über den Damm. Nee, ich wollte wie Ed Sheeran aussehen. Oh ja! Ach so, wirklich? Oh ja, jetzt erkenne ich's auch. Aber kein Wunder, dass du den Boxkampf verloren hast. Aua! Halt stopp! Edith! Ja! Ich will gegen den boxen. Gegen wen? Der geboxt hat, der YouTuber. Jetzt wird er einen richtigen Kampf haben. Komm hier, jetzt ist deine Chance. Aber welcher YouTuber? Hier der mit der Rote, wo ist er? Achso, der Mickey. Komm zur Seite. Ja, genau, der. Bist du da? Krankenhaus, Junge. Na, ich bin das nächste, aber du kriegst trotzdem deinen Schläger. Komm auf Seite. Ey, komm. Edis, mach mal ein bisschen Musik oder so. Ich mach. Alles okay. Okay, ja, jetzt haben wir Musik. Okay, los geht's. Komm her, du Hund. Du bist Kanye West Fan und kannst Donder durch. Menschen töten, ich wurde zum Donder durch. Du kannst vom Privatjet träumen und Raps bei Clubhouse im Privatjet träumen. Der König ist Mac wie in Manchester. Du gibst ein Konzert, doch kein Mensch ist da. Scheiße. Ich hab für keinen MC Empathy, denn sie huren in Paris auf der MC Empathy. Du weißt, dass ich nicht mehr den Potenzial. Sehr gut, Edith, sehr gut. Die Uhr im Tag ticken, muss sie jeden Tag ticken. Damals war krass, ticken, Tag vom einen Tag ticken. Endlich, ist er weg, Junge. Okay, wir haben's geschafft. Mickey. Ich hab dir gedacht, das hier ist kein YouTube-Kampf. Hier geht's richtig zur Sache. Hast du verstanden, Junge? So, was steht an, Leute? So, warst du schon mal Würfelpark? Würfelpark, komm, wir gehen dahin. Ja. So, das ist legendär. Ja. Was haben wir denn hier? Was läuft denn hier? Und du Oma, das finde ich Stimme. Boah. Kriegst du da Gänsehaut? Ich glaube schon. So hört sich doch auch Ferro an, wenn er rappt. Meine Güte. Scheiße, Alter, du bist echt gemein. Warte, ich ruf mal Marcel auch hierher. Wer ist die Blonde hier? Blondie. Außerdem, was los? Hallo, Onja, schau mal. Du. Stellst du mir eigentlich eine Waffe am Kopf, hä? Ey, Mädchen. Mädchen, komm mal hier einmal, Komm mal hier einmal, Mama, diese Ding hier. Ey Mädchen, bist du Streamerin oder warum hast du so einen großen Ausschnitt? Bis zum Bauchnabel. Was? Ach du meine Güte. Darf ich nicht so rumlaufen? Na klar. Doch, natürlich, ist doch ein freies Land. Ja, das siehst du, warum fragst du dann? Kannst du dir bitte was anziehen? Ich bin gerade am Fasten. Ja. Am Fasten? Ja. Das ist ja deine Sache, nicht meine. Ja, aber nach Iftar kannst du ein bisschen freier, sagt sie, weißt du.
Da können wir dann ein bisschen zaubern, dann haben sie die Regeln weg. Mädchen, hast du vielleicht 5 Minuten Zeit und 30 cm Platz? Ist das so? Hast du die Zeit da? Oder vielleicht sogar am besten 5 Minuten Zeit und vielleicht 60 cm. Also, das wird dann so wie ein Dreier ohne Basketball. So schaut's aus. Ihr seid schon wieder ein bisschen widerlich, ne? Ja, aber heute gibt's Sandwich ohne Brot. Richtig. Heute gibt's mehr Dreier wie bei Reisacher. So schaut's aus. Würdest du für ein bisschen Geld... Oh Gott, das bringt ja Aua! Ey, Levi. Tickst du noch ganz sauber? Was ist denn los mit dir? Hey, warum haust du mich denn? Er wollte den Kuchen-TV machen. Oha. Komm. Ey, ich versuch sie gerade klar zu machen für Ding heute. Das ist schwierig. Was ist denn heute? Heute Abend, weißt du, wir haben eine Aftershow-Party. Zusammen mit Simon. Genau, wir machen heute die Afterparty. Genau. Da so, gibt's sehr, da gibt's dann... leider nicht dabei. Warum? Weil ich nicht will. Hättest du nicht Lust auf einen Cocktail? Nein. Oder vielleicht doch lieber einen Long Drink? Nein, ich trinke nicht, wie gesagt. Schade. Schade. Ja, sehr schade. Was machst du denn gerne? Aua! Entschuldigung. Willst du mich verarschen? So, hast du zwei zurück. Okay. Hey, beruhigt euch. Er hat ab und zu ein paar so Zuckungen. Ey, wie gefällt dir der Farut Ben vom Optischen her? Ich guck nicht auf Aussehen, ich guck auf Charakter. Ja, oder auf ja. Brieftasche. Nee, ich frage nach dem Kontostand. Warum nicht? Wo tust du denn dein Geld sonst hin, wenn du keine Brieftasche brauchst? Konto. Willkommen 2022. Und wo tust du deine EC-Karte für das Konto rein? Durch den Schlitz. Durch den Schlitz, oder? Alter, ihr seid mir zu wild. Wohin gehst du? Mary! Komm her, Mary! Ich möchte nur mit dir spielen. Komm, wir spielen eine Runde GTA, Mary! Was redest du? Komm, Mary, lass uns eine Runde GTA spielen! Ich zeig dir hier ein Versteck im Wald! Willst du mir einen richtigen Hasen zeigen oder was? Komm, Mary, ich zeig dir meine Pokémon-Karten! Komm mit! Komm, Farut, wir gehen woanders hin! Komm mit, ich hab hier ein AMG. Das ist auch ein Schenkelspreizer. Ja, natürlich. Mit dem Wagen hast du ein leichtes Spiel. Mary! Warte, jetzt wird sich die Mary das, glaube ich, anders überlegen. Warte. Mary, Lust auf eine Spritztour? Schau mal hier rechts. Was ist denn da? Ja, da wohnt doch der ein oder andere Sprechgesangsartist, genau. Oder? Ich glaube, hier hat Mock ein Konzert gegeben. Ach. Siehst du? Das ist ein Event, glaube ich. In Dortmund? Ja. Sehr gut. Und hier haben wir von den weiblichen Damen der Rap-Szene. Ey, das klingt die ganze Zeit, ob hier einer Selbstgespräche führt. Ja, stimmt, ne? 19 Bueno, danke für dein Abo. Hier sieht man auch die weiblichen Sprechgesangsartisten. Sprechgesangsartistin und auch die eine oder andere Videoclip-Darstellerin. Genau. Die dann natürlich nach dem Clip ganz professionell nach Hause gefahren wird. Hier, warst du schon hier, Simon? Ja klar, das ist ja hier das Phantasialand hier in Dortmund, ne? Genau, schau mal, wir gehen jetzt hoch, komm mal. Das sind ja richtige Gangster. Ja, die Internet-Gangster. Ist das Simon? Jo, wir sind's. Jo, ich bin da. Haben wir noch können wir zwei Stimmen gleichzeitig haben? Hä? Runter. Wir sind's, Freunde. Ja. Was geht ab? Hä? Was ist das denn? Das schaut aus wie fettes MC. Warte mal. Nein. Jungs, seid mal leise. Oh mein Gott. Ey, Simon, was geht? Was geht ab, Marcel? Wie geht's dir? Och, nicht viel, Digga. Ein bisschen mit Hurensöhnen gerade ein bisschen rumgeschossen hier. Ach, wer? Braucht ihr Hilfe? Ja, klar, natürlich. Wir die haben mir aber meine Waffe weggenommen, die du mir gestern gegeben hast. Ach, Bruder, gar kein Problem. Du bist doch wie mein Bruder. Ey, mir haben die auch weggenommen. Kannst du mir auch eine geben? Piss dich, Hurensohn. Aber wer von den beiden hat jetzt gerade gesprochen? Okay, könnt ihr erraten, wer ist? Paul, wer hat das jetzt? Weißt du warum ich erraten kann, wer ist? Warum? Weil der eine bessere Qualität hat als der andere, oder? Nur deswegen. Weißt du, was ich meine? Ey, wir müssen Simon auch eine besorgen. Bruder, Faro, du musst... Ja, am besten ist die, was Simon, du hast. Simon? Ja, aber ja. Simon ist doch jetzt auch in dieser Branche unter. Du bist doch jetzt auch hier immer unterwegs, ne, auf diese Ding. Ja, aber ich hab kein Geld. Ach, ja, Mina, danke. Kein Geld. Deswegen komme ich immer hier hin und versuche Schutzgeld zu kassieren, Freunde. Von mir hast du ja ein bisschen was bekommen, Bruder. Ja, das stimmt. Aber musst du zurückzahlen, das musst du auch sagen, Bruder.
Ja, aber der Farod, der war nicht so großzügig wie du. Ja, der Farod ist auch ein geiziger Wichser, Bruder. Der hatte ja, normal, auch mal, Bruder. Der hatte hier auch mal ein Label. Wie hieß dein Label nochmal, Farod? Banner Music. Banner Music? Ja. Wie hießen denn die Künstler? Hattest du auch einen Künstler, der hieß Muja? Nein. Leider nicht. Oder Winter... Winter Jam. Ja. Winter Jam hatte ich da. Ja, wusste ich's doch. Der war gut. Dann ist er einmal auf 1 gekommen. Ja. Und dann hat er mich verlassen. Warum? Aber ich hatte auch ein 18 Quadrat, hatte ich auch schon. Ah, du hast also Quadrat? Alle... Quadrat? Du hast also alle gehabt da hier. So gut wie, ja. Wer ist das hier mit der Ratten... Das ist Ratzfatz, kennst du den? Ja, vom Pokémon. Ja, ja. Die Weiterentwicklung ist radikal. Richtig. Ja, richtig. Ratzfatz. Jo, Ratzfatz, möchtest du Simon was sagen? Was für Ratzfatz haben wir nach Rodum? Ja, Bruder, schaust 1:1 so aus, Bruder. Du siehst aus wie Ratzfatz. Jetzt schaust du aus wie Radikal. Jetzt schaust du aus wie... Ah, jetzt schaust du aus wie Kalbfatz. Hola. Ey, das wird echt witzig. Noch.